Heute darf ich euch die Andrea Simmet vorstellen, auch ein neues Gesicht in unserer Fraktion. Verheiratet, zwei Kinder, jahrelange Obfrau der Naturfreunde und Organisatorin des Walser Dorflaufes. Auch ihre Hobbys sind Sport in jeglicher Sicht, Reisen. Und ich bin ganz glücklich, dass sie unser Frauenpower-Team ergänzt jetzt in unserer Fraktion und wir werden da sicher gute Arbeit für die Frauen leisten. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Also mit euch zusammenarbeiten, für mich ganz was Neues. Ich habe also politisch noch nie in die Richtung irgendwas gemacht. Also es ist für mich absolut neu. Aber ich sage jetzt mal, wenn man was bewegen will und wenn man eine Veränderung will oder schauen will, dass alles so passt, wie es für uns auch notwendig ist, dann muss man Mut haben, dass man mal was tut und Verantwortung übernimmt. Und auf die Aufgabe freue ich mich ganz besonders. Andrea, ich freue mich auch, dass du in unserem Team mit dabei bist. Du hast eh schon ein bisschen was gesagt. Jetzt, ich würde dir trotzdem jetzt drei Fragen stellen, so die obligatorischen, warum du das machst. Und ich bitte um eine kurze Antwort. Walsitznheim bedeutet für dich? Also das ist die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Kinder aufgewachsen sind, wo ich seit über 50 Jahren bin. Walsitznheim ist für mich Heimat. Warum willst du in der nächsten Periode dich für Walsitznheim engagieren? Weil ich irrsinnig gern in der Gemeinde lebe, weil ich in den letzten Jahren natürlich in der Gemeindeentwicklung ziemlich viel mitgekriegt habe. Also wie ich nach Sitzheim gekommen bin vor über 50 Jahren, haben wir die Hälfte der Einwohner gehabt. Also man kriegt natürlich mit, wie die ganze Entwicklung ist und es macht einfach das Ganze spannend. Und es ist auch, sage ich jetzt mal, eine tolle und verantwortungsvolle Aufgabe, da die Möglichkeit zu haben, dass man mitwirken kann. Für was willst du in der nächsten Periode besonders einsetzen? Also für mich wichtig, dadurch, dass ich einen Dorflauf jahrelang gemacht habe und jahrelang im Organisationsteam war, für mich wichtig ist dieses Thema Sportgemeinde Walsitznheim. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, dann darf ich mich da gerne einbringen. Danke dir. Gut, einen kurzen Wordrap, Andrea, kurze knackige Antwort. Ich gebe das vor, Dirndlkleid oder Hosenanzug? Dirndlkleid. Musik oder Sport? Boah, beides, Sport vielleicht mehr. Autos oder Öffis? Autos. Wellness oder Aktivurlaub? Erst aktiv, dann Wellness. Selber kochen oder essen gehen? Selber kochen. Blasmusik oder Austropop? Austropop. Berg oder See? Erst Berg, dann in See. Okay, danke.